Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen in der Denkgarage. Ja, Garage und nicht Fabrik, denn wir sind noch klein. Und wer kennt sie nicht? Die Menschen, die klein in der Garage angefangen haben und nun Großes bewirken. Heute dürfen Sie Zeuge sein, wenn es wieder darum geht, dass wir das neutrale, betreute Denken übernehmen. Wir, ein kleines Team von Experten, wissen nämlich ganz genau, was sie benötigen, was sie wollen und was ihnen gut tut. Unsere Einsichten sind selbstverständlich nur auf ihr persönliches Wohl ausgerichtet. Wir sind die Experten aus der Denkgarage. Unsere Lösungen sind alternativlos und immer verhältnismäßig. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in der Denkgarage, wo wir gleich einen korrektiven Faktencheck durchführen werden zu folgendem Thema. Hatten die Schwurbler und Verschwörer eigentlich doch recht? Mit dieser Frage werden wir uns gleich in unserem Team beschäftigen. Ich habe 4 ausgewiesenste Experten wieder hier, die sich eingehend mit diesem Thema beschäftigt haben. Zu meiner rechten Seite nämlich die Corinna Klein, die Expertin, die immer alles weiß. Willkommen. Und der Lothar Hirneiser, unser Forscher. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Der Dr. Med. Simon Feldhaus. Herzlich willkommen, lieber Simon. Und unser Umweltexperte Erich Meider. Habe die Ehre. Wir gehen ganz kurz in die Denkpause und nach dem Intro sind wir da, Ihnen die ehrlichsten Wahrheiten zu verkünden und natürlich auch maßgeschneiderte Lösungen und glasklare Fakten auf den Tisch zu legen. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. So, und da sind wir wieder. Willkommen zurück und gehen natürlich zuerst mal zu dir rüber, lieber Simon. Diese ganze Szene um die Verschwörer herum haben schon eigentlich im Wesentlichen dazu beigetragen, dass es eine Spaltung gibt der Gesellschaft. Das hat mich schon sehr genervt. Ja, also, ich meine, das war ja klar, das war ja furchtbar. Deswegen haben sie ja zu Recht diesen Namen bekommen, AluminiumhutträgerInnen und Co., dass sich da natürlich einfach nur unsinnige Bemerkungen zu unsinnigen Fakten, irgendwas, es gäbe weniger Geburten nachher, also die Fruchtbarkeit würde eingeschränkt, es gäbe irgendwie mehr Krebserkrankungen, Sportler würden sterben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sowas. Das ist alles Unsinn, das hat sich alles überhaupt gar nicht bewahrheitet. Gut, das mit den Geburten vielleicht, aber das lag ja am heißen Sommer, weil nach 3 Monaten danach gab es keine Geburten. Deswegen war es einfach zu heiß, das ist klar. Das mit den Sportlern, die umfallen, da gab es auch 1000 mehr. Aber das war ja was ganz anderes, das war einfach immer nur, weil die untrainiert waren. Und das mit dieser Onkologie, das ist reiner Zufall gewesen, das hat man auch mittlerweile herausgefunden, diese zig mehr onkologischen Fälle, die wir haben, das ist auch einfach nur eine statistische Verschiebung, weil man hat das gar nicht erkannt, weil in diesen Lockdown-Zeiten hat man die Untersuchungen nicht gemacht, erst später dann die Untersuchung gemacht, dadurch kam das alles zustande. Also man hat ganz klar nachweisen können, das ist alles Unsinn. Alles Unsinn, was da verdreht, oder? Ja, ganz furchtbar. Ja. Also da wurde Panikmache gemacht für nüt, völliger Schwachsinn. Ja, wir haben in Bayern gelernt, wo nichts drinsteht, ist nichts drin. Ja. Also es gab da keine Beipackzettel und gar nichts, sondern die Regierung hat gesagt, wir haften alle dafür. Also wo nichts steht, ist nichts. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Ja, deswegen haben wir ja auch die Hersteller von der Haftung befreit. Ja, da ist ja nichts Gefährliches dabei. In jedem Mobiliar steht ein Haufen Zeug drin, aber da stand nichts drin, also fehlt sie nichts. Ja, also ist völlig zu Recht. Also, ja. Die Regierung hat recht. Es ist doch eine Bewegung da. Ich habe eine Statistik gefunden, und zwar in der Schweiz. 36% der Schweizer glaubten 2018 an Verschwörungen. 2022 ging das massiv runter, weil man ja gesehen hat, wie gut das alles politisch aufgeklärt ist. Dann waren es nur noch 8% Verschwörer. Heute sind es wieder 28%. Und das sagt das Schweizer Fernsehen. Die haben ja letztendlich auch recht. Es ist im Fernsehen gekommen. Und da mache ich mir schon Sorgen. Meine 28% ist schon viel. Es ist fast die Hälfte. Also ich gehöre da nicht dazu, zu den 28%. Ich oute mich jetzt mal. Ich habe mich mit den Themen schon viel früher, vor den letzten Jahren, schon vor über 10 Jahren beschäftigt. Und es gibt ja die Schwurbler und es gibt die Experten. Und ich habe mir überlegt, wie findet man jetzt raus einen echten Experten? Also das ist gar nicht so einfach. Und es gibt aber immer eine Zeit, alle 4 Jahre, nämlich in Deutschland während der Fußball-Weltmeisterschaft. Da hat man auf einmal nur noch Experten. Und haben mir gedacht, okay, wie machen die das eigentlich? Und vor der vorletzten Fußball-Weltmeisterschaft, da gab es Tintenfische und
kleine andere Viecher, die man da gemessen hat, dann, also Frösche zum Beispiel. Und da habe ich gedacht, okay, das mache ich auch. Ich habe meine ganze Garage umgebaut und habe mir Tintenfische gekauft und Frösche. Und die habe ich da reingetan. Und dann habe ich so auch gemacht, wie diese Experten im Fernsehen. Und ich hab dann gewettet, wie geht das Fußballspiel aus und welcher Frosch und welcher Tintenfisch hat da recht. Und dann bin ich draufgekommen, wow, ich habe dann ein paar Tintenfische gehabt, die immer recht haben. Verrückt. Und seither bemühe ich mich gar nicht mehr darum mit Schwobler und Ding. Ich brauche das gar nicht mehr, weil wenn ich irgendwas wissen will, ob das jetzt wirklich wahr ist oder nicht, kann ich ja zu meinen Tintenfische, ein paar haben überlebt, die anderen sind dann sonntags etwas näher zu mir gekommen. Und jetzt ist es so, da haben drei also immer recht gehabt. Die haben grundsätzlich, die haben noch nie, jetzt in 10 Jahren haben die irgendwas Falsches gesagt. Also wenn jetzt irgendwas behauptet wird, egal in welchen Medien, dann gehe ich einfach in die Garage zu meinen Tintenfischen und frage die. Man muss halt sich ein bisschen anstrengen, weil die können nur Ja und Nein antworten. Ja? Das mit der Sprache habe ich noch nicht hinbracht. Aber wer weiß, ich bin da voll dabei, vielleicht schaffe ich das eines Tages. Aber im Moment ist es einfach so, ich gehe rein, mache eine Ja-Nein-Frage und die haben bisher immer recht gehabt. Also muss ich mich persönlich mit diesem ganzen Thema Schwobler eigentlich gar nicht so arg beschäftigen. Simon, da kannst du dir eine Scheibe abschneiden. Hä? Ich würde auch noch mal sagen, also was für mich ganz, ganz wichtig ist, wir müssen jetzt die SchwoblerInnen wieder in unsere Gesellschaft integrieren. Also versuchen, die wirklich auch fernzuhalten von irgendwelchen Studien oder Zahlen oder Todesfällen. Einfach die auch wieder integrieren in die normale, langweilige Realität. Auch wieder integrieren in diese Freunde- und Bekanntenkreis, wo man wirklich sich mit nichts beschäftigen möchte. Wir müssen die jetzt wieder abholen. Ich glaube, das gelingt uns auch. Der Drosten und der Lauterbach haben ja schon verkündet, sie möchten nur noch Experten zu Wort kommen lassen, medial, die nur noch die Wahrheit verkünden. Und dann kommen diese Schwurbler gar nicht mehr zu Wort. Das wird dann unter gesetzlicher Strafe gestellt. Integrieren. Ja, gut, das hat man ja auch umgesetzt. Dieser Digital Censoring Act in der EU hat ja genau das eben toll jetzt gemacht, dass man diese Unwahrheiten erst gar nicht mehr im Internet finden kann. Also es ist jetzt ja richtigerweise endlich so gewesen, dass aufgrund dieses neuen Gesetzes jetzt dann nur noch Dinge gefunden werden im Internet, die der offiziellen Sprachdoktrin entsprechen. Alles andere kann man jetzt eben richtig löschen. Das Schöne ist, damit werden diese blödsinnigen Sachen gar nicht verteilt. Und ich halte es ähnlich wie du. Du bist natürlich nur ein bisschen veraltet mit deinem Tintenfisch. Ja. Ich habe einen Berset-GPT. Wow. Das ist so ein Chat, wo ich immer eine Frage eingebe und bekomme von Herrn Berset die korrekte Antwort. Und das ist natürlich viel einfacher. Weil ich stelle eine kurze Frage, ich kriege sofort die Antwort, die korrekt ist. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, das ist der Lauterbach-GPT. Der ist ein bisschen komplexer, weil du musst jede Frage 5-mal stellen, weil du 8 Antworten kriegst, die sich widersprechen. Aber wenn du das richtig machst, findest du auch da die korrekte Wahrheit. Seitdem bin ich jetzt natürlich perfekt. Mein ganzes Haus ist mit diesen GPT-Systemen ausgestattet. Dann frage ich Herrn Berset oder Herrn Lauterbach. Und damit bin ich eigentlich safe. Ich finde, wir hinken noch den Isländern hinterher. Habt ihr gehört, was die hier machen? Das ist total revolutionär. Sie stellen unter Strafe, wenn man überhaupt Fake News anhört. Das finde ich cool, weil dann haben wir wirklich keine Spaltung mehr der Gesellschaft. Und das finde ich wichtig. Das haben sie wahrscheinlich in Amerika abgeschaut, weil da ja auch die Freier sozusagen dann bestraft werden und nicht nur die etwas anbieten. Mhm. Und ich glaube, die haben das unter abgeschaut. Es wird ja auch immer wieder über den Great Reset gesprochen. Klaus Schwab, möchte ich euch erinnern. Und die Tagesschau hat hier aber recherchiert und berichtigt. Die Sätze werden völlig aus dem Zusammenhang gerissen von diesen Verschwörern. Und das ist schon lästig. Man muss sich wirklich alles anhören und nicht einfach nur ein Puzzlestein davon. Aber oder? Ich finde ja schön, was er sagt. Du wirst nichts besitzen und glücklich sein. Ich meine, was gibt's Schöneres? Ja, weißt du, wie viele Leute ich kenne, die haben so viel Besitz und sind total unglücklich? Ja. Also ich bin jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe jetzt einfach, meine Tintenfische waren etwas besser wie meine Frösche. Ja? So. Also habe ich jetzt nur, weil die haben immer 100%, die Frösche waren manchmal nur bei 95%. Die Tintenfische, diese drei, die sind jetzt bei 100%. Und ich habe jetzt Listen gemacht und das im Robert-Koch-Institut geschickt. Wir sind in einem Dialog, kann man jetzt noch nicht sagen, weil bisher ist es ein bisschen einseitig. Ich schicke denen viel und bekomme relativ wenig Antworten. Also bisher null, ehrlich gesagt. Aber ich gebe da nicht auf. Ich bin da hartnäckig. Und ich schicke diese ganzen Listen hin, einfach weil ich möchte nicht mehr, was heißt nicht mehr, ich war da Gott sei Dank noch nie drin, aber überhaupt
weißt, es ist ja auch beleidigend, Schwurbler genannt zu werden und alles möglich und so. Ich möchte da gar nichts damit zu tun haben. Ich hatte ja nie was da damit zu tun. Und ich denke, also ich arbeite hart dran, aber ich glaube, dass ich das Robert-Koch-Institut doch noch überzeugen kann. Finde ich sehr fortschrittlich. Mhm. Und seine Ausbildung ist einfach hochkarätig. Man sieht das an den deutschen Politikern, diese Eloquenz, diese Qualität, dieses wissenschaftliche Denken. Mhm. Es zeigt einfach, wer von ihm aus der Schule kommt, der bringt einfach was mit. Der kann was bewegen. Bist du Politiker? Also ich habe mir, hab mir schon oft überlegt, aber ich habe folgendes Problem, ich müsste ja nach Berlin gehen. Mhm. Jetzt ist so, Berlin und Schwaben, das ist so ein bisschen wie Wasser und Hitze und so. Also das passt leider nicht so. Wir Schwaben fühlen uns in Berlin einfach unwohl. Ja? Mhm. Das ist einfach so von der Geschichte her. Wir waren in der deutschen Geschichte halt immer die eigentliche Hauptstadt Stuttgart. Ja? Sind wir mal ehrlich jetzt. Stuttgart ist einfach schon immer die Hauptstadt gewesen. Und die Berliner mögen das einfach nicht anerkennen. Ja? Und da haben wir als Schwaben schon ein bisschen Probleme. Sonst wäre ich schon lange in Berlin. Was ich jetzt in Stuttgart total schön finde, wenn ich mal wieder so ein bisschen so was Orientalisches, was Arabisches erleben möchte, vielleicht auch ein bisschen mit so ein bisschen Gewalt, weißt du, also das ist ein bisschen spannend. Dann gehe ich samstags nach Stuttgart auf den Schlossplatz. Ja. Da bin ich, also da kriege ich so die ganzen Kulturen aus diesen muslimischen Ländern so wirklich hautnah schön, hautnah. Und ich kann mir sicher sein, ich treffe keinen Deutschen. Mhm. Ja? Nicht wie am Ballermann, wo dir alle furzlange Deutscher begegnen. Aber ich muss jetzt da bei dir noch einhaken. Du hast ja, wir sollen die Schwurbler integrieren in unsere langweilige Welt. Innen, ja, in unsere langweilige Welt. Aber das stimmt überhaupt nicht. Also ich finde es so spannend, am Samstagabend die Rateshows. Hätten sie es gedacht und wetten das und so. Das ist so spannend. Also ehrlich, ich hocke davor und diese Rateshows, also Günther Jauch, und also fantastisch. Ich zitter da und sage, oh, hoffentlich die Frage, dann kommt das nächste Mal und spiele ich mit. Also drum, insofern ist sie die Welt, wenn wir die mal los hätten oder integrieren, ist so spannend. Also nichts Schöneres wie am Samstagabend ARD, ZDF und die ganzen Quiz-Sendungen also vorher. Zwischen 5 und 8, wenn du zu Hause bist, sagst du, ach, ich will entspannen. Von wegen entspannen. Aber weißt, das ist ja alles noch halbwegs lustig. Aber unlustig finde ich es überhaupt, wenn es darum geht, um die Klimawandelleugnung. Ich meine, da geht es um unser nacktes Überleben, oder? Und da gibt es immer Leute, die sagen, boah, gibt es gar nicht und so weiter. Also, ich meine, das sind vielleicht wirklich also Ignoranten, oder? Man sieht es ja überall. Ja, jetzt schneit schon wieder. So ein Klimawandel. Vor ein paar Tagen war es so 40 Grad. Ja, also, brutal, der Klimawandel. Das merkst, im Winter merkst du den brutal. Auf einmal wird es saukalt. Ich verstehe es nicht. Ja, die Wechsel dieser Temperaturzeiten. Das ist extrem. Ein Wandel, ja, nie den nächsten. Ne? Das ist natürlich schon ein anderes Thema. Du hast vorhin noch ChatGPT angesprochen. Ich habe das auch gemacht. Ja. Ich hab natürlich ein eigenes KI. Ich habe dort natürlich gefragt. Ich habe einfach gefragt, hat ein Schwurbler und Verschwörer doch recht? Ja. Und ich kam die Antwort, Einigung in der Szene. Die flache Erde ist in Wirklichkeit quadratisch. Na. Da kam als Antwort tatsächlich so heraus und dachte, also interessant. Ich bin ja der Experte. Ich habe schließlich ein Buch geschrieben mit dem Titel Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe. Ich habe da ja unglaublich lange recherchiert und über viele, viele Jahre. Und jetzt kommst du schon wieder mit sowas Neuem daher. Mhm. Ja. Jedes Mal, wenn ich hier bin, erzählst du mir irgendwas. Das macht mich Wahnsinn. Kostet mich jetzt wieder Monate, um das nachzurecherchieren. Ja, du musst jetzt das Buch neu drucken. Bisher war es quadratisch und habe über Hund gesprochen. Vielleicht wäre es jetzt umgekehrt mal gut. Ich trug einen Hund. Dann hast du dein Karma wieder abgebaut, vermutlich. Wahrscheinlich. Chemo wird wirksam auf du? Einmal. Ja, wer weiß du. Vielleicht kauft man es dann auch. So, ich glaube, wir sind schon wieder durch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das zu dem Thema Faktencheck, korrektiver Faktencheck zu diesem Thema. Und durch das, dass diese Sendung jetzt auch im Fernsehen ausgestrahlt wird, müssen Sie einfach wissen, dann ist es natürlich auch wahr. Es ist nicht nur wahr, es ist ein Fakt. Sonst würden wir sie nicht ausstrahlen, oder? Unstrittig. Ja. Eine unwahre Sendung würde mir im Fernsehen gar nicht bringen, sondern es nur die faktenbasierten Sendungen kommen im Fernsehen. Und das möchte ich schon wirklich auch spiegeln Ihnen gegenüber. Wenn Sie sicher sein wollen, dass etwas wahr ist, dann schauen Sie es im Fernsehen. Das ist dann einfach wirklich so. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.